DGP ist uns immer eine ganz, ganz wichtige Messe. Der DGP ist ganz einfach, wo alle Pneumologen Deutschlands zusammenkommen. Pneumologen, Lunge, TNI, das passt einfach eins zu eins zusammen. Resonanz der Messe war aktuell sehr, sehr gut. TNI Medical AG ist fokussiert auf das neue System, das TNI Softflow 50, beziehungsweise auch das TNI Softflow Junior. Die Anwendungsbereiche der unterschiedlichen Systeme sind einmal mehr für den Erwachsenen, weil er höhere Flüsse benötigt als die Kinder. Das TNI Softflow Junior fokussiert dann auf die Früh- und Neugeborenen mit kleinen Flüssen und auch kleiner Sauerstoffgabe. Wenn man jetzt Unterscheidungsmerkmale anschaut, was ist der Vorteil der Therapie mit nasaler Insufflation im Vergleich zu anderen Systemen? Ja, wir haben einen optimal abgestimmten, auf die Lautstärke optimierten Applikator, der natürlich die Patientencompliance massiv erhöht im Vergleich zu allen anderen Systemen. Das heißt, er ist einfach in der Handhabung, er ist kondensatfrei, liefert er die Luft nach vorne, Luft- oder Luft-Sauerstoff-Gemisch zum Patienten. Die Systeme regeln mit einer absoluten Genauigkeit sowohl den Fluss als auch die Feuchtigkeit. Und das ist eigentlich die Kunst der ganzen Therapie mit nasaler Insufflation. Tatsächlich dem Patienten ein optimal geregeltes Luft-Luft-Sauerstoff-Gemisch, welches optimal befeuchtet ist. Und optimal befeuchtet bedeutet uns für uns, die Temperatur so einzustellen, wie es für den Patienten gut ist und auch bezogen auf die Temperatur den Taupunkt einzustellen und das beim Patienten auch so ankommen zu lassen. Und dieses System ist schwierig in der Entwicklung gewesen, aber wir haben das durch sehr viele Patente uns auch sichern lassen.